3:45 und wir sind live. In Kaiserslautern hat er ein königliches Haus errichtet aus roten Steinen. Von wem ist wohl die Rede? Naja, einer der berühmtesten Lauterer. Naja, zumindest war er hier. Und die Bilder zeigen es, von wem wir heute reden. Nehmen nur ganz kurz, klar, von Friedrich Barbarossa. Ja, herzlich willkommen, liebe Internetgemeinde. Wir sind wieder mal mit 3:45 hier in der Stadt unterwegs und wollen einen kurzen Überblick geben über das, was uns jetzt hier die kommenden Tage und heute bewegt. Freitag, 29. Mai, ja, fast schon der Mai schon wieder um. Wer hätte es gedacht? Bürgersprechstunde ist angesetzt mit Beate Kimmel und zwar für nächste Woche am Donnerstag, 4. Juni. Wieso erzähle ich das jetzt schon? Naja, ganz einfach. Immer dann, wenn man eine Idee dazu hat, was man mit der Bürgermeisterin auf jeden Fall mal besprechen will, dann kann man das noch machen. Entweder ruft man dann an am 4. Juni, Donnerstag von 11 bis 12, Telefon 365-1020 oder schreibt am besten vorher eine Mail. Und wie immer gilt es, einfach nochmal sein Anliegen klarer zu formulieren. Ja, das Westfalen-Klinikum hat gestern Abend spät uns eine E-Mail geschickt und hat gesagt, hey, wir können die Bestimmungen wieder lockern. Das Besuchsverbot ist jetzt ein bisschen gelockert. Es gibt jede Menge Auflagen noch, also Maskenpflicht zum Beispiel, bleibt natürlich bestehen. Aber jetzt ist es so, dass, mal gucken, ob ich es selber hinkriege. Also wir merken uns, es ist eigentlich 4 × 1. Ein Tag, ein Besucher, ein Patient, eine Stunde. Okay? Nochmal zusammen. Nein, okay, könnt ihr euch merken. Was noch alles zu beachten ist, wenn ihr eure Angehörigen vielleicht jetzt in den kommenden Tagen besuchen wollt im Westfalen-Klinikum, das schreiben wir nachher hier dann nochmal auf unserer Website. Ja, die Sporthallen bleiben zu, die Schulschwimmbäder bleiben zu. Gilt auch für Vereine, können auch nicht schwimmen gehen. Was ich heute Morgen zum Beispiel hier in der Stadt immer wieder gehört habe, weißt du, wann die Wäsche aufmacht? Ja, wann macht die Wäsche auf? Also am 17. Juni, so hieß es zumindest heute mal, soll damit begonnen werden, in der Wäsche das Wasser reinzulassen. Bis dann müssen noch ein paar Reparaturen gemacht werden. Im Warmfreibad sieht es ziemlich ähnlich aus, da sagt man aber noch keinen Termin. Das heißt aber nicht, dass ab 17. Juni schon offen sein kann, dass wir schwimmen gehen können. Das mit Sicherheit nicht irgendwann später. Auf einen genauen Termin will sich jetzt im Moment noch keiner festlegen. Kann man natürlich auch ein bisschen verstehen, weil wenn wir sagen dann und dann, dann steht ihr alle da davor. Was auch noch gar nicht geklärt ist, wie diese ganzen Vorgaben aus der Corona-Bekämpfungsverordnung dann umgesetzt werden sollen, nämlich wie viele Badegäste können denn gleichzeitig rein. Also es wird wohl auch so sein, dass dann es mindestens 2 verschiedene Badezeiten gibt. Auch auf das müssen wir uns einstellen. Ja, was kann ich heute noch anbieten? Was ich euch sagen will, Pfingsten steht vor der Tür. Und am kommenden Montag, Pfingstmontag um 18 Uhr, findet wieder ein Bleib-Daheim-Kulturkonzert statt. Also Hashtag Bleib-Daheim-Kultur. Kann man sich merken. Und zwar sind unsere Nachbarn mit Wir im Landkreis unterwegs in Bruchmühlbach, dann dort im Probenraum des Gesangsensembles der Kreismusikschule. Und dort gibt es einen Livestream eines Konzerts. Melissa Diskin wird singen und Jan Brach wird am Piano sein. Also, dann würde ich sagen, bleibt frisch, bleibt sonnig und schönes Pfingstfest für euch. Und ansonsten bleibt gesund und schaut immer schön, das Stadtecho.